Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Subnautica. Oh yeah. So. Ich muss mir gerade mal kurz hier ein bisschen so. Ich glaube, dann könnte man hier von der nochmal eine essen. So. Ich glaube, von der könnte man noch eine essen und noch eine. So und so. Perfekt. Und dann eine so. Zack. So, dann sind wir wenigstens fit. So, letzte Folge haben wir die Sunbeam abgeschossen worden sehen. Und das war irgendwie ja nicht so Sinn der Sache, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir beschlossen, wir werden entsprechend mal das Alien-Lager durchsuchen, erforschen. Aber wir sind nochmal kurz zu unserem Lager zurückgefahren, denn wir brauchten noch Artefakte. Und wir werden ja auch jetzt nochmal kurz zu unserer Base da zurückfahren. Denn ich muss mal gucken, ob ich noch von diesen Kristallen noch welche habe. Also wir haben auf jeden Fall noch welche von diesen Kristallen. Und da würde ich natürlich gerne mal schauen. So, hier. Ah, oh Gott. Ja, hier, ne? Mal ein paar Chunks laden, das ist überhaupt kein Problem. So. So, und dann werden wir in dieser Folge mal in den Control Room vorstoßen, hoffentlich. Sobald sich hier mal alles beruhigt hat mit Nachladen und so. Ja, mach easy. Der liebe Padre Nostrum hatte ja mir geschrieben, dass in den nächsten Patch ziemlich an der Performance gearbeitet wird. Ich bin gespannt, weil das ist echt wirklich das einzige Manko, was ich hier bei Subnautica habe. Zu bemängeln habe. Dass das Nachladen halt echt so dermaßen an der Performance drückt, zieht. Und das ist echt ein bisschen blöd. Ne? Ich habe hier im normalen Spielzustand, wenn das ganz normal alles geladen hat und ich mich bewege, habe ich halt zwischen 65 und 75 Frames per Second in the Regel. Aber wenn hier so Chunks nachgeladen werden, das ist echt der Hammer. Dann geht das runter auf 6 Frames. Und das ist natürlich auch zum Gucken doof, ne? Aber sonst ist bei Subnautica alles im Lot, würde ich mal so behaupten. Also nach wie vor sehr schönes Spiel. So, und wir müssen mal gucken. So, pass auf, allerlei. Hier habe ich erstmal nichts drin, was ich jetzt primär brauchen würde als zum Verständnis. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was habe ich denn hier? Ich habe den Kreislauf-Tauchgerät. Nahrung, Crafting, genau, Ionenkristall. So, und einer von euch hatte mir gesagt, guck doch mal in deinen Fabrikator. Oh, was habe ich denn hier? Distillanzug, okay. Denn du kannst die Artefakte, kannst du selber machen. Und ja, das stimmt. Wir hatten ja ein Rezept freigeschaltet. Na, jetzt scroll ich hier gerade mal runter. Da sind sie nämlich. Zweimal Diamant, einmal Ionenkristall. So, und jetzt ist die Frage, machen wir uns noch zwei von den Dingern, Artefakten. Und ich würde fast sagen, ja, lass uns das mal machen, denn ich glaube nicht, dass wir die Kristalle im Rohzustand brauchen. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt muss ich nochmal gucken. Erweiterte Materialien? Nee. Grundmaterialien? Nee. Elektronik? Nee. Einsetzbares? Nee. Persönlich? Werkzeuge? Nee. Ausrüstung? Violettes Artefakt. Uraltes Alien-Artefakt leuchtet violett. Super. Ich würde sagen, davon machen wir uns mal zwei. Rapzap. Ja. Und damit bewaffnet. Hab ich genug Wasser? Ah, Wasser und Nahrung ist so ein Problem, ne? Da ich nicht weiß, ob wir da noch irgendwas finden sollten, werde ich mir mal auf jeden Fall ein bisschen Wasser mitnehmen. Dreimal Wasser. Also mit dem Nährstoffblock müssten wir eigentlich hinkommen. Ich nehme vorsichtshalber noch mal einen zweiten mit. Ein Erste-Hilfe-Set nehme ich auch mit. Dann haben wir dreimal Wasser, sind 120. Ich nehme noch einmal Wasser mit. So. Und damit sollten wir eigentlich ganz gut ausgestattet sein. So. Ab in die Seemotte. Rapzap. So, und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir müssen nach Nordosten.
meine ich. Ich tauche mal gerade auf und versuche mich mal zu orientieren. Haha, Klaus, Riesengag. Ah, Klaus und Orientierung, ja. So. Wir gucken mal. Ja, und es ist in der Tat grob richtig, ne? So grob müssen wir in die Richtung. Ich glaube, ein bisschen weiter nördlich als östlich werden wir schon finden. So, und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wie gesagt, in der letzten Folge haben wir... Sollten wir uns eigentlich mit der Sunbeam treffen. Die aber dann... quasi ziemlich erwartet abgeschossen wurde. Und ja, jetzt geht es natürlich darum zu schauen, was finden wir denn in dem Gebäude da. Bam, 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 bam. So, wir sollten eigentlich nicht mehr so weit von der Insel entfernt sein. Also wir müssten sie eigentlich gleich irgendwann schon sehen können. Ich fahre nochmal ein Stück. Hello. What are you doing? Ich weiß auch nicht, warum das manchmal so extrem ist und manchmal nicht, ne? Also, das ist echt... mysterious. Geht sofort weiter, sobald sich hier alles beruhigt hat. So, mal eben den Riffrücken überqueren. Kinder, komm, mach schon. Also, ich weiß auch jetzt nicht, was zwischen der letzten und dieser Aufnahme passiert ist. Also, es sind ein paar Tage vergangen in der Zwischenzeit. So viel steht fest. So, da ist die Aurora. Und die Insel sehe ich immer noch nicht, aber sie müsste eigentlich genau in der Richtung sein. Das Ding ist halt, ne, mit dem ständigen Geruckel hier. Es ist echt uncool. Vor allen Dingen, ey. 60 Frames, 10 Frames. 60 Frames? Und ich meine, hier ist ja auch gerade visuell überhaupt nichts, was nachgeladen werden müsste, ne, sag ich mal so. So, und... ah, oh, guck mal, jetzt hat sich's... da sind wir doch. Sehr schön. So, ich werde mit der Seemotte so nah wie möglich ranfahren an den Eingang. Ist im Prinzip ja relativ wurscht, wo wir da parken mit der Seemotte. Würde ich zumindest jetzt mal so sagen. Wir sind mit 4 Artefakten jetzt bewaffnet, in Anführungszeichen. Ausgerüstet. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Und vor allen Dingen gucken wir mal, was wir in dem Kontrollraum machen können. Ja, hier ist schon wieder so ein komischer Teleport-Typ. Aber der kann uns mal. So, wir werden die Seemotte hier irgendwo parken. So, hier ist okay. Schön da bleiben. So. So, und es sieht so aus, als ob die Türen einmal geöffnet auf jeden Fall auch offen bleiben. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nett. Von den Außerirdischen. So, und jetzt gehen wir einfach den Weg runter, den wir schon kennen. Es gab ja auch nur den einen Weg. So, da waren wir ja schon dran. Hoppala, Entschuldigung. Das war aber jetzt eigentlich auch keine Höhe, ne? Also. Oh
Okay. Also hier haben wir schon alles erforscht. Und wenn mich nicht alles täuscht, geht es da hinten schon runter, ne? So, ich bin gespannt. Hui. Sehr schön. So, und hier sind wir schon. Insert Artefakt. Machen wir es, überhaupt kein Problem. So, kann man hiermit irgendwas machen? Nee. Oh, was ist das denn hier Schönes? Okay, also hier gibt es offensichtlich, wenn ich das richtig deute, ist da unten ein Tor. Also von Meerseite kommt man hier vielleicht sogar schon rein. Man weiß es aber nicht so ganz genau, ne? So, was bist du? Artefakt-Terminal? Ja, das brauchen wir nicht, ne? Da ist ja schon offen. Okay, so. Drei Artefakte haben wir noch. Also finde ich auf jeden Fall insgesamt ziemlich cool, dass man jetzt hier wirklich der Story halt auch so ein bisschen folgen kann, ne? Dass die Entwickler den Story-Modus echt gut vorangetrieben haben. Finde ich schon ziemlich sensationell. Macht auf jeden Fall echt Spaß, hier rumzulatschen. So, hier geht es wieder rauf. Ich werde aber erstmal hier unten alles klauen, was nicht nie genug nagelfest ist. Also ich gehe mal noch nicht rauf, ich gehe erstmal hier unten weiter lang. Ich warte ja noch auf die Gelegenheit, dass hier irgendwann mal irgendwas erscheint. Alien Structure. Was ich bekämpfen muss. This structure is currently powered down. And its intended purpose is unclear. Possible theories. Ceremonial or religious role. Industrial applications. Advanced transportation network. It may be prudent to search the area for further examples of alien architecture and technology. Okay. Also Sinn und Zweck dieser Vorrichtung unklar. Ist momentan runtergefahren. Aber es gibt Theorien. Ne, also entweder zeremonielle oder religiöse Zwecke oder irgendwas Industrielles, also irgendwas, ich vermute mal, irgendeine Fertigungsstation oder sowas, oder eventuell ein Transportnetzwerk. Und das wäre natürlich, das wäre cool, ne, wenn wir uns irgendwo hinbeamen könnten. Irgendwann, aber hier können wir wohl offensichtlich gerade noch nichts machen. Ich weiß nicht, ob man hier in die Dinger. Also, ne, das sieht so komisch angeordnet aus. Und ich wüsste gerne, ob man hier vielleicht diese Ionenkristalle oder sowas reinpacken kann. Ne? Aber man kann nicht interagieren. Deswegen ist es gerade spekulativ. Okay, so, wir gehen mal weiter. Und zwar gehen wir jetzt mal hier rauf. Ich höre schon komische Sachen. Und wenn der Klaus komische Sachen hört, ne, dann ist alles vorbei hier. Oh, da vorne ist nochmal so ein Artefakt-Ding. Zack. Voll geklaut. Haha. Ist auf jeden Fall auch total sinnvoll, ne? Hier so auf einem fremden Planeten gestrandet. Wir wissen, was die Kanone hier angerichtet hat. Und dann mal so blindlings hier überall rein zu laufen, ist auf jeden Fall eine gute Taktik, finde ich. Kann man mal machen.
Scans indicates the weapons control room. Warte. Lies beyond this doorway. Okay. Dann gucken wir doch mal. Hauen wir mal so ein Artefakt hier rein, ne? Okay, es kommt keiner, um uns aufzuhalten. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Hello, my friends. Disable Weapon System. Oh nein. Oh oh. Translation Alien Broadcast Warning. Infected individuals. Is broadcasting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Okay. Also, dieser Planet steht unter Quarantäne und wir können als... Scans of available alien data indicate the presence of a second facility elsewhere on the planet. Evidence suggests it is located 800 meters below sea level, approximately 1 kilometer southwest of this installation. Information recorded to data bank. Also, als infizierte Spezies können wir diese Waffe nicht deaktivieren. Und dieser Planet steht unter Quarantäne. So, und... Ein Kilometer südwestlich von dieser Station in 800 Metern Tiefe soll es eine zweite Station wie diese geben. Und warte mal, Southwest, also da. Wir haben offensichtlich keinen Punkt gekriegt, ne? Ach, guck mal. Genau, so, Datenbank. Energy Core. Massive energy readings for the structure indicate it is the main reactor powering the alien weapons laser system. If this system could be powered down, it may be possible to escape the planet's atmosphere, okay? This device contains functional information regarding a second alien facility on the planet. Infection of life specimens with bacteria. Observation of immune response. Surviving specimens sent to primary facility or further analysis. Okay, also. Da bin ich ja mal gespannt. So, ich habe jetzt hier keinen weiteren Weg gesehen, den wir hier innerhalb dieses Gebäudes noch nehmen könnten. Was mich dazu führt, dass ich sage, wir werden das Gebäude jetzt hier im Prinzip verlassen. Hä, wie bin ich denn hier raufgekommen? Ach da. Und müssen uns dann zwangsläufig mal auf die Suche nach dem anderen Gebäude da begeben. Ne? Das Ding ist halt... 800 Meter Tiefe können wir momentan noch nicht erreichen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall an unserem Equipment arbeiten, an unseren U-Booten. So, ich möchte aber natürlich noch mal da unten nochmal hinschwimmen, um zu gucken, ob man hier theoretisch rein und rauskommen könnte. Kommt man. In der Tat. So, da oben sieht man schon, ne? Da läuft so ein Typ. Schwimmt so ein Typ. Die schwimmen hier offensichtlich überall rum. Oh, guck mal, da geht's auch rein. Theoretisch. Aber da ist noch eine Wand, ne?
Ja, da ist noch eine Mauer. Oh, spannend, spannend. Also vielleicht müssen wir hier mit unserer Seemotte nochmal ein bisschen rumschwimmen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also südwestlich von diesem, von diesem Gebäude gibt es noch ein anderes Gebäude in einem Kilometer Entfernung, in 1,6 Kilometern, ich weiß es nicht mehr. Und in 800 Metern Tiefe. So, südwestlich, ne? Das ist da in der Richtung. Wir haben keine Kennzeichnung, ne? Das ist ein bisschen blöd. Aber müssen wir halt irgendwie versuchen zu finden, irgendwann mal. Aber das soll's für diese Folge erstmal gewesen sein. Na komm, ich steig nochmal aus und mach das hier von der Insel. Und, tja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich speichere das hier gerade mal. Das ist auf jeden Fall echt ein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, in der nächsten Folge gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare zu diesem Thema und bin dankbar für irgendwelche Tipps, wie wir in 800 Meter Tiefe kommen, ohne dass wir den Zyklopen bauen müssen. Weil das Ding möchte ich eigentlich noch nicht bauen. Ich finde, das irgendwie kann ich mich mit dem noch nicht anfreunden. Am liebsten mit der Seemotte. Gucken wir einfach mal. In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren, das Däumchen oben nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Subnautica wieder. Bis dahin. Tschüss.